Vater, Emil Kästner, ist Sattlermeister, ein begnadeter Handwerker, aber kein guter Geschäftsmann. Seine kleine Sattlerei hat er aufgeben müssen, nun arbeitet er in einer Kofferfabrik. Ida Kästner entstammt einer tüchtigen Familie von Metzgern und Pferdehändlern. Vor ihrer Heirat arbeitet sie als Dienstmädchen und Gesellschafterin, später sitzt sie als Heimarbeiterin an der Nähmaschine und noch später, da ist sie bereits 35 Jahre alt, beginnt sie eine Friseurlehre und macht das auch fertig. Als nach 7-jähriger Ehe das erste und einzige Kind zur Welt kommt, richtet die Mutter all ihre Hoffnung auf den kleinen Erich. Eine enge, manchmal allzu enge Mutter-Sohn-Beziehung wird das. Der kleine Erich ist ein kluger Kopf, hat beste Manieren, ist aufgeweckt, kontaktfreudig, ein Musterknabe. Die beste Ausbildungsmöglichkeit für begabte Kinder armer Leute ist es, Lehrer zu werden. Im Frühling 1913, mit 14 Jahren, besteht Erich die Aufnahmeprüfung, selbstverständlich glänzend, und ist Schüler des Lehrerseminars in Dresden. Im nächsten Sommer 1914 darf Erich zum ersten Mal ans Meer. Genau in dieser Zeit wird der Krieg ausgerufen, jener, den wir später den Ersten Weltkrieg nennen werden. Ein Krieg braucht Soldaten. Bald schon werden die älteren Schüler des Lehrerseminars zum Militärdienst eingezogen. Im Juni 1917 ist Erichs Jahrgang dran. Der Schüler Kästner erhält ein Kriegsabgangszeugnis. Ein Jahr früher als geplant ist die Ausbildung zu Ende. Am nächsten Tag muss er einrücken. Einjährig Freiwilliger heißt das zwar, aber freiwillig geht er nicht. Erich Kästner erlebt den Militärdienst als brutal und gemein. Sein Ausbildner ist ein Leuteschinder, ein Sadist, Sergeant Waurich. Der lässt den jungen Soldaten so lange exerzieren, bis dieser ins Lazarett eingeliefert werden muss. Ein schweres Herzleiden ist ausgebrochen, es wird ihn sein Leben lang begleiten. Das Soldatenleben hat viel in Kästner zerbrechen lassen. Auch seinen Wunsch, ein Musterknabe zu sein.